Rondomedia. Rainbow Games. Moin Herr und hallo und herzlich willkommen zu Let's Random, die Sage von Odysseus. Ja, das ist ein Wimmelbildspiel. Schreib mir im Profil. Wimmelbildspiel, Profil. Ne? Ja, ich habe keine Ahnung, was Wimmelbildspiele sind. Ich weiß nur, dass da ein Typ auf so einer Galeone, was auch immer es ist, steht. Naja, ich denke mal, das wird irgendwie so eine Art Puzzle sein oder was weiß ich. Vielleicht muss ich auch kämpfen. Meine Maus ist ein Schwert. Hier sieht man ja. Ja, ich würde mal sagen, am besten fangen wir an. Dann sehen wir, was passiert. So, Schwierigkeit wählen. Wichtige Bereiche werden markiert, überspringen und Tipp laden schnell auf. Es gibt keine Klickstrafen. Ist, glaube ich, einfach. Und wichtige Bereiche werden nicht markiert, überspringen und Tipp laden langsam auf. Also schwer. Ja, ich denke mal, ich nehme erstmal einfach. Denn das ist eben mein erstes Mal mit einem Wimmelbildspiel. Klingt irgendwie falsch. Aber auf jeden Fall, ja. Ich denke, ich nehme erstmal einfach. Wird sich vielleicht bald auch noch ändern. So. Ladebildschirm. Der rumbackt. Juhu. Der Trojanische Krieg war der längste und blutigste Krieg der Antike. Tausende von Menschen starben in seinem Verlauf. Vor den undurchdringlichen Mauern Trojas kamen zahlreiche mutige Krieger ums Leben. Trojaner, eines Tages werdet ihr für euren Verrat bezahlen. Okay. Okay, noch weiter. Odysseus, wir kämpfen hier schon seit 10 Jahren. Viele von uns werden nie heimkehren, doch Troja wird immer stärker. Ja, Agamemnon, wie auch immer. Die Mauern Trojas sind unüberwindbar und die Krieger Trojas werden immer tapferer. Wir können die Festung nicht allein befallen, wenn uns nur die Götter helfen könnten. Die Götter aller kostbaren Gaben zum Trotz... haben sie noch kein einziges unserer Gebete erhört. Wie es scheint, haben sich die Götter auf die Seite der Trojaner geschrieben. Keine Ahnung. Agamelke Gott, hoffen wir auf das Beste. Ich werde versuchen, die Götter gnädig zu stimmen. Nun gut, versuchen können wir es ja. Die Götter schenken den Priestern kein Gehör, aber vielleicht hören sie ja auf deine eigenen Gebete. Ich muss ein Feuer entfachen, um Weihrauch und Kräuter zu entzünden. Viel Glück, Odysseus. Es wird Zeit, dass wir zu unseren Frauen und Kindern zurückkehren. So. Hilfe. Viel zu viel. Klicken und fortzufahren. Okay. Bei der gläsernen Bereich, ich weiß nicht, ob du Dinge findest. Hier kannst du deine Aufgaben nachlesen. Mein Inventar. Wenn ich nicht weiter weiß, dann klicke ich einfach eine Frau mit Schlange auf dem Kopf an. Hilft immer. Müsst ihr euch merken, ne? Wenn ihr nicht weiter wisst, haut einfach der Frau mit Schlange auf den Kopf gegen den Kopf. Ja. Hebe den Gegenstand auf. Machst du mit draufklicken. Verlasse die Szene. Achte auf den Mauszeiger. Er verändert manchmal sein Aussehen. Momentan ist er noch ein Schwert. Und da ist er weg. Wo ist er denn? Da. Benutze hier etwas. Untersuche diesen Bereich genauer. Ach, kann ich alles damit machen. Okay. Was schreibt er da? Was? Verbrenne Weihrauch und Kräuter, um Athene anzurufen. Ja, hallo Athene. Gehst du bitte ran? Jetzt habe ich den Rest nicht mehr gelesen. Ja. Ja. Huch. Was? Was soll ich denn machen? Kann ich das anklicken? Schiff ist Agamemnon.
Agamonamor. Zelt ist Agam. Da sehe ich doch was. Oder nicht? Juhu. Wow. Kamerazoom. Finde allen Gegenständen noch Schrift erfordern einen zusätzlichen Schritt. 13 Perlen Zielscheibe mit Pfeilen. Weil. Alter, was. Weihrauchgefäß. Ja. Weihrauchgefäß, Schädel. Läuft irgendwo eine Zeit ab? Nee. 2 Schwerter, Klee, Salz. 3 Weizen. Klingt toll. Weingefäß, Haken und Waage. Ja. Das sieht doch ein Schädel aus. Kein menschlicher, aber okay. Ja. Was soll ich damit machen? Tasche. Was kann ich damit machen? Da blinkt es ja schön. Ziel. Ja, das ist mein Ziel. Pfeil. Was soll ich denn damit machen? Dahin drücken? Zu den Pfeilen? Da? Ne? So, Schielscheibe. In der Scheibe kannst du das Schielen üben. Hilfe, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Also sie müssen anscheinend Dinge sammeln. Ich krieg einfach mal über... Wo war das? Hallo, ich will es einsammeln. Hä? Ich blick das nicht. Muss man anscheinend Dinge sammeln, die auf der Einkaufsliste stehen. Ich habe ein Schwert gefunden. Ich bin so toll. Ich kann anscheinend einfach überall draufklicken. Das ist auch noch ein Schwert. Ja, Perlen. Und Weihrauchgefäß. Ist das ein Gefäß? Nee, das... Ja. 13 ist doch eigentlich auch auffällig. Das Wellengerät. Und das von Poseidon. Ich sag mal Poseidon. Eigentlich heißt er ja... Oder auf Griechisch oder so. Oder wie auch immer. Es gibt ja 2 verschiedene Versionen. Poseidon und... Ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall Weizen. Weingefäß. Das ist doch das hier. Nicht? Ach, klar. Doch, das Wein... Das ist doch das Wein... Oh, wie fies. 13. Ach, dafür braucht es immer 2 Schritte für dieses dunklere. 13 steckt bestimmt einen Arsch von einer Katze. Mal draufklicken. Ne. Hätte ja angehen können. Vielleicht mit einer Axt irgendwo. Hier sind noch Werkzeuge. Und Waffen. Waffen. Oh, da war... Ach so, das Ding. Hä? Was soll ich mit denen anfangen? Mann. Wenn hier ein Zielscheibe wäre, könnte ich mit denen ja mal draufklicken, aber... Tasche. Ach da... Ach Ziel, ich da... ja klar. Jetzt kann ich das nehmen. Aha. Interessant. Wo finde ich einen Weizen? Ich sehe keinen Weizen. Da hinten drin irgendwo. Da. Tasche. Ja, schön. Ach, die Tasche, da muss wahrscheinlich irgendwas... Da mit Salz. Na, ah, da ist Weizen. Boah, wie viel. Eigenstrauch. Oder wie auch immer. Das ist Fisch, da ist Weizen. Aha. Da ist ein Rad. Zahnrad. So. Jetzt bin ich wieder zurück. Ja, es fehlt mir noch so 13 Perlen, Waage, kann ich doch mal suchen. Und gefunden. Na, das fängt da schon richtig gut an zu laufen hier. Was, das fängt richtig gut an zu laufen. Naja. So. Was haben wir noch? Klee. Klee muss ja auch einfach rumliegen. Klee. Hallo. Klee. 4-blättrig am besten. Damit ich Glück haben werde. Wie auch immer. Klee. Sag mal, ich finde keinen Klee. Na, ich kann noch Perlen haken und so gucken.
nicht Perlenhaken, das sind Perlen, Komma, Haken. Brauche ich das auch? Ufall. Ach. Ach so. Und ich glaube, das soll die ganze Zeit so hin, her, hin, her. Aha. Okay. Dann habe ich auch aus 13. Was soll ich damit? Tasche, ja, weiß ich. Kann ich nicht anklicken. Ja, ich... Was soll das eigentlich sein? Okay. Okay. Ah, stimmt. Nicht? Da. Das läuft alles raus. Ah, wahrscheinlich Salz. Jo. Na, es läuft doch. Es läuft aus. Hilfe. Komm, es soll ich mir eben fertig kriegen hier. Also Haken. Das ist ein Haken. Jo. Dann Weizen. Weizen, Weizen. Das ist Weizen. Dann Klee, 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 Klee. Klee, 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 Klee. Irgendwo? Ne? Doch? Ja? Nein? Blöd. Finde ich nicht. Es gibt's denn nicht. Mann. Ich klicke gerade nur überall drauf. Komm immer wieder aus dem Bildschirm. So. Ha, hu, ha. Mann. Perlen. Perlen. Das sind auch keine Perlen, das sind, keine Ahnung, Kieselsteine. Das ist... Woher soll ich das wissen, was das ist? Das ist nicht irgendein Topf, womit man da... Da lässt man auch irgendwie Käse drin schmelzen und dann taucht man da irgendwelche Dinge drin ein. Wie hieß es nun mal? Weiß ich auch nicht. Dann komme ich mal wieder hier aus dem Bildschirm. Das gibt es gar nicht. Auf jeden Fall finden müssen. Man muss gleich mal hier irgendwelches Personal fragen. Ich finde die Sachen von meiner Einkaufsliste nicht. Sonst muss ich gleich schon an die Kasse gehen. Es sieht echt doch so aus, finde ich. Was ist das eigentlich für eine? Wow, Augenschuss. Ach da! Ey, cool. Schieß nochmal, meine Liebe. Ah, muss erstmal aufladen, okay. Also, die Oma hat schon mal Laseraugen. Der Opa da hat gar keine. Auch immer praktisch. Oder so. Auf jeden Fall. Klee, du bist kein Klee. Du auch nicht. Du, was bist du denn eigentlich? Oh, Oma ist wieder bereit. Ja, ich finde das nicht. Also, ich mache mal kurz. Sonst muss Oma auch dran. Ey, warum komme ich denn immer wieder aus dem Bild? Mann. Aha. Sogar ohne die Oma. Wahnsinn. Du hast das Weihrauch gefehlt. Erst eins von so vielen. Ja, was auch immer ich brauche. Hallo. Zelt des Akagakon. Mir ist egal, wie der wirklich heißt. Hauptsache irgendwas. Na, oh, der König ruht. Störe ihn nicht ohne Grund. Ja, ja, ja. Du bist doch eh nur der Lustsklave von Agagagon. Oder wie auch immer der heißt. Lager der Griechen. Was haben wir denn da? Dieses ist die Truhe des Zimmermanns. Der Zimmermann. Ja. Ich will's lesen. Verdammt. Ja, toll. Fragezeichen, genau. Achso, wir sollten ihn fragen, ob wir sie öffnen dürfen. Ja, dürfen wir. Mach einfach. Mann, wen interessiert es denn? Na, kann ich irgendwie von hinten schlagen? So. Ich spalte deinen Kopf ab. Ach, wie schön. Ah, geil. Hm,
nee. Ja, ich weiß nicht. Was gibt's hier denn noch? Die Mauern von Troja. Schicker Tempel. Obwohl das Dach mag ich ehrlich gesagt nicht so. Aber ich mag solche Säulen. Ja. Was gibt's denn da? Aufgaben. So. Ja, ich weiß nicht. Leute, helft mir doch mal. Ich stehe hier hinten. Kriechen. Ich weiß, ihr braucht Geld, aber können wir auch mal so helfen? Ja, Mann, blöde Truhe. Können wir aufmachen. Nächstes Lager der Griechen. Ah, okay. Was haben wir hier? Lol. Lol. Einfach mal alles einsammeln. Diese Holzscheite sind schön, aber eignen sich nicht als Eins und Holz. Ach, Mann, ey. Was? Stand da? Körbe mit Obst. Nein! Echt? Ich dachte, das wäre der Doktor. Schade. Ich dachte, er wäre hier. Stelle das Feuer raus, Gefäße essen. Auf das Feuer. Stelle das Feuer auf, Gefäße, nicht das Feuer. Ich habe noch kein Feuer. Fällt mir gerade ein. Ja. Irgendwas dahinter? Ja, ich weiß, was meine Aufgabe. Wirklich? Ja. Hallo? Ich scheine ein Code zu sein. Ah. Den Code könnte ich mir für die Truhe vorstellen. Erstmal da hinten. Warum haben die alle so komisch lange Haare? Und so weibliche Wimpern. Klimper. Klimper. Naja. Kessel mit Suppe. Helm. Der bisschen, keine Ahnung, aussieht. Eine Leiter. Rucksack. Kann angehen. Oma, du musst helfen. Oh, das wollte ich nicht. Ah, okay. Die Oma sagt mir nur, ich soll weggehen. Oma. Hä, was? Gibt es Oma bestimmt zur Kiste? Ja! Ich hab's gewusst. Mach einfach auf die, die Annalausgabe. Nein, wir sollten ihn gar nicht fragen. Wir sollten einfach nur machen. Ölkanne. Vielleicht kommt ja ein Dings raus, wenn ich darin reibe. Wenn ich mich darin reibe. Was soll ich mit einer Axt? Ah, bestimmt Holz fällen. Aber was soll ich damit? Ah, bestimmt dafür sorgen, dass das Feuer noch stärker brennt. So. Jede Sekunde ein Ah-Erlebnis. Klingt wie irgendeine komische Werbung. Ich weiß gerade nicht mehr welche. Duschgel? Das ist wieder der Opa. Nee. Aha. Na, Schlüssel suchen. Was haben wir hier? Fischernetz. Ich geht schnell durchklicken. Ist hier irgendwas? Irgendwas? Ja. Oh ja, das stimmt. Wahrscheinlich. Was soll ich? Was? Oh Mann. Boah, die Möwen sind immer laut. Noch eine Säge. Reicht die Axt eigentlich? Mann, entscheide dich. Ah, ja, noch. Eklig. So, Gefäß ist mit Wasser. Ich will ein Feuer machen. Dafür brauche ich kein Wasser. Aber soll ich vielleicht nochmal sicher gehen, dass wir löschen? Seilrolle. Ja. Hilfe! Ih, der bewegt sich ja. Ich hab ein Schwert. Stein, Feuerstein. Hey, von Minecraft geklaut. Mann. Warum sagt nicht ein Feuerzeug? Was haben wir hier noch? Das da. Ist da oben noch irgendwas? Ne. Das verbrennende Balkon. Ja. Sie zu bitten, dass... naja. Was ist denn das? Reinzoomen.
Hallo. Was brauche ich denn? Ich brauche Melonscheiben. Hey, Melone. Melone? Hm. Die Melone ist lame. So. Perlen. Was haben wir da? Oh, okay. Das leuchtet irgendwie auf. Was soll ich damit machen? Vielleicht... Ah, die Melone schneiden. Ach so, einfach nur. Aber ich glaube, das sieht fast aus wie abfotografiert. Kann das angehen? Also hier die Melone und so und die Früchte. Abfotografiert, rausgeschnitten, den Hintergrund und dann eingefügt. Was ist das da? Namensschilder. Hier in Minecraft. Warum rede ich so viel von Minecraft hier? Hat die mal gar nichts mit zu tun. Mann. Skorpion, brauche ich den? Nee. Ach man. Hätte ich mir schön in die Nase kneifen lassen können. Keine Ahnung. Nasenpiercing. Nasenauersing. So, was brauche ich denn noch? Gürtel. Ach komm, mach mal, Oma. Ich will dich auch ein bisschen mehr zeigen. Hm, sexy. Also Tomate. Tomato. Potato. Potato. Tomato. Cucumbers, Cucumbers. Pfeil. Pfeil. Das ist kein Pfeil. Das ist, was kann das sein? Ist das ein Pfeil? Okay, achso, die Oma hat sich nur gemeldet. Ein Kamm. Alter, warum? War das Plastik? So, wo haben wir denn einen Schlüssel? Oma, oh, ist nicht wieder bereit. Boah, ey. Alte Frau ist ein Datezug. Ja, ich weiß. Ja, beschwer dich nicht. Ja, Oma. Ja, okay, jetzt bin ich wieder fertig. Jetzt kannst du mich wieder missbrauchen. Ja, Oma. Und nimm dir beim nächsten Mal waschen mal deine komischen Schlangen vom Kopf. Aber ich liebe sie. Ja, und ich hasse sie. Also, nimm sie weg. Bitte. Ja, mal schauen, du kleiner, dreckiger Laseraugen. Aha. Ja, was brauche ich noch? Buchstabe B. Was? Wie soll ich mir das vorstellen? Brauche ich eine Motte? Nö. Warum brauche ich eigentlich keine Tiere? Brauche ich den Vogel? Mann, ein bisschen Begleitung. Wäre auch praktisch. Was brauche ich überhaupt? Löwe. Ich stelle mir vor, wie so das Pferd hier, das so aussieht. Denn ein echter Löwe steht hier schon mal nicht drum. Das sehe ich. Kann ich das irgendwie wegmachen? Nee. Da hinten irgendwas? Nee, Muschel. Brauche ich auch nicht. Ah, schon wieder Perlen. Und ein Fächer. Das sind Münzen. Oma. Ja. Ich mache hier schon. Chilischote. Yay. Zum Essen. Ohne Wasser. Super. Obwohl Wasser macht es noch schlimmer. Milch und Schokolade, habe ich gehört. Tolle Animation. Ja. Oma. Ja, aber ich versuche es auch mal alleine. Das ist eine Perlenkette oder jedenfalls eine Kette mit einer fetten... Was ist auch immer drin? Dreizack. Alter, jetzt finde ich hier so Sachen wie Dreizack und so und dafür habe ich es nie gefunden. Jetzt brauche ich es nicht. Mehr. Buchstabe B, das verwirrt mich irgendwie. Buchstabe B. Na. Ah. Ach, Oma, ich brauche dich. Laseraugen. Das ist ein Pfeil. Ich dachte, du hast ein Speer. Oder so. Hier sowas. Die Oma, die gute.
die Schlangenkopf-Oma. Ein Apfel. Ich brauche Essen, hier ist doch so viel. Oh, toll, und hier haben nur eine Melonenscheibe mit. Ich bin auch irgendwie blöd. Und zwei Tomaten. Und ein Gürtel. Ja, man kann Gürtel essen. Wenn man Hunger drauf hat und auf Drogen ist und betrunken und alles zusammen. Keine Ahnung. Wer ist schon Gürtel? So, Buchstabe B. Ich meine, wie soll ich mir das vorstellen, Buchstabe B? Ah, okay. Warum? Warum? Naja, du bist kein Löwe. Du bist eine Katze, du bist ein Fisch, du bist ein Apfel, du bist ein Vogel. 13. Meint ihr das mit Löwe? Ich hoffe mal nicht. Das wäre irgendwie derbe. Ich glaube, das wäre dann auch eher so ein anderes Viech. So, da bin ich wieder. Ich muss mich eben um ein paar Sachen bei der Festplatte kümmern. Ja, also ein Festplattenspeicher. Ja. Die ist nämlich bald voll. Ja. Ich würde mal sagen, ich suche die Sachen mal schnell. Und zwar im Zeitraffer. So, und schon geht es hier nochmal weiter. Und zwar mit Schau, Schau. Du hast einen Schlüssel. Juhu. Und den kann ich auch benutzen. Ich weiß schon wofür. Das war für eine... nicht für eine Truhe, hierfür. Was? Wo ist denn der Schlüssel? Ich hab den Schlüssel. Warte. Wie muss ich es machen? Dafür ist also. Coole Sache. Reinzoomen. Kamera. Einstellung. So. Ich würde mal sagen, Zeitraffer. So, jetzt habe ich wieder eine volle Festplatte, eine leere, also voll leer. Und jetzt können wir hier weitermachen, denn mir fehlt nur noch ein Knochen. Und den finde ich bestimmt. Da, war klar, habe ich gewusst. Hättest du mir gar nicht sagen sollen, Oma. Ich habe es doch gewusst. Truhenfragment. Wofür? Gefäß mit Wasser. Leere Amphore. Aha, okay. Amphore mit Wasser. Hobel. Was soll ich hier machen? Das war ein Gestank. Ja, Parfüm habe ich leider nicht dabei. Kann ich nicht ändern. Was haben wir da? Ah, bestimmt das hier. Jo. Böse oder was? Hä? Warum lädt denn der da? Wenn ich jetzt mache und wieder aufmache.
Der macht anscheinend weiter. Ja, dann lasse ich ihn mal machen. Und guck nochmal hier hin. Körbe mit Obst. Holzscheit. Was kann ich denn da noch ausmachen? Hobel? Ja? Nein? Nein. Axt. Ja, da kommt doch was. Ja. Super. Und wie das hier läuft. So, was sagt er mir hierzu? Oh, ey, die Vögel nerven ja. Verbrenne Weihrauch und Kräuter, um Athene anzurufen. Und sie, ja, ja, weiß ich, aber... Ach, gib den Weihrauch in das Gefäß. Was ist denn für ein Gefäß? Also habe ich, glaube ich, gar keinen Weihrauch. Mann. Ich möchte wenigstens zurück. Hierher. So, was kann ich dafür brauchen? Hobel. Axt. Mach einfach mal der Axt auf. So sieht es auf. Brenn ab die Kiste. Schütt Wasser drüber. Werf Brennholz drauf. Keine Ahnung. Schlag das Schloss weg. Keine Ahnung, dass so eine ganze Armee da vorne stehen. Mann, ich will doch wohl eine Truhe aufkriegen. Was ist eigentlich für eine hässliche Fahne? Das ist keine Mauer, das ist eine Fahne, Flagge oder wie auch immer. Mann. Menü. Ein sinnendes Feuer. Wo denn? Wo? 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 Da, nee. So. Um die Kiste zu öffnen, Segen. Das kannst du mit der Axt aufschlagen. Ah, oh, wie blöd bist du eigentlich. Brenn es auf. Das kannst du aber mit der Axt hinten. Ja. Viel zu zärtlich, der Kollege. Weihrauchgefäß. Kann ich es irgendwo hinstellen? Irgendwo... Hier? Na. Na. Hier oder so, oder? Auf dem Tempel? Ich weiß es nicht. Mann. Reicht er jetzt rein? Zählt das Agagagon? Laseraugen, Oma? Ich brauche einen Tipp. Ja. Super. Und jetzt? Laseraugen, Oma? Und jetzt Laseraugen, Oma? Aha. Das Weitere kann ich mir denken. Ja. Ein bisschen Öl drauf. Ah ne, Öl habe ich ja für Dings gebraucht. Für das Schloss. Hobel. Weihrauch. Yes. Braucht sie auch einen Deckel oder so? Ja, und nu? Gießen? Oma, hilf mir. Laseraugen, Oma. Laseraugen, Oma sagt, ich soll hier gucken. Toll, muss ich jetzt warten oder was? Ich mach's dir nur ungern, aber... Zeitraffer. So, und es geht weiter. Und ich löse jetzt dieses Rätsel, Puzzle-Ding. Ah, okay. Soll ich mal was nehmen? Ah, was ist das? Kräuter. Muss bestimmt in dieses komische Gefäß reintun, oder? Jo. Ab dafür. Mhm. Ja, ich weiß, ich cheate mich hier. Ich cheate. Ich cheate mich hier ein bisschen durch. Mann, ich weiß eben echt nicht weiter. Willst du einen Hobel? Suchst du Weihrauch in meiner Truhe, findest du welche. Die richtige Kombination finden ist irgendwo bei den Zelten versteckt. Ja, danke.
Vielen Dank. Zelte. Du bist kein Zelt. Doch, Zelte ist Agagagon. Ich hab einen Grund, Opa. Mann. Oma, hilf mir. Laseraugen, Oma. Laseraugen, Oma. Ah, jetzt darf ich das auf. Ah, ey. Warum immer diese Wartezeiten? Zeitraffer. So, gleich hat der Kollege hier das Rätsel gelöst. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ah, hat er schon? Dann machen wir die Truhe mal auf. Auf. So, erstmal alles rausnehmen. Hey, da war noch ein roter Wasserraumer drin. Laseraugen, Oma. Ja, was denn? Ich glaube, ich bin nicht der Typ hierfür. Irgendwie langweilt es mich gerade. Oma. Lila Wolke. Oh, die ist nice. Hast du mich angerufen? Athene, wir benötigen deine Hilfe. Wir möchten in diesem Krieg die Trojaner besiegen. Ich weiß Rat. Nimm diese Schriftrolle. Damit werdet ihr siegreich sein. Ja, fang schon. Boah, was für ein Depp. Boah, was für ein Depp. Ah, siegreich sein. Okay. Super gemacht, Kollege. Super gemacht. Was? Wie? Ins Feuer gefallen. Toll. Der Wind. Genau, der Wind hat die zerpflückt. Ja, klar. Als würde die vom Wind einfach so zerstört werden. Komplett. Ich sag lieber nicht, was ich denke. Ein von... Die Laseraugen-Oma empfiehlt, hier hinzugehen. Laseraugen-Oma. Was meinst du? Ich soll Wasser da reinschütten. Ah, damit das Ding hier gelöscht wird. Okay. Gute Idee, Laseraugen-Oma. Ich hab dich gern. Hier irgendwo irgendwas. Nö, 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 nö. Hier, so. Ah, da. Bleib hier. Oh. Das weiß nicht anfassen. Mach das Feuer aus. Du Depp. Ja, kannst du. Du kannst mir helfen. Hallo? Du kannst mir helfen. Ah. Langsam kommt hier ein bisschen Logik rein. Hm, lecker Suppe. Da war gar keine drauf. Na egal. So. Laseraugen-Oma empfiehlt, da lang zu gehen. Ah, wäre mir nicht aufgefallen. Danke, Laseraugen-Oma. Ich hab dich gern. So, Agagagon, ist der jetzt bereit? Ah, Agagagon, du alter Ziegenknecht. Knecht. War da was? Hm, hier ist bestimmt was. Ich sehe es noch nicht. Da unten? Kann ich nicht hin. Laseraugen-Oma? Laser oben. Laser oben. Ja. Mhm. Laseraugen-Oma weiß Rad. Und wie die Rad weiß. Hä, da habe ich auch schon geguckt. Ah. So. Setze die Schriftrollenfragmente richtig zusammen. Och nö.
Ach nee. Mann. Nee. Komm schon. Alter, wie viele sind denn das? Hilfe. Ja, das habe ich auch schon gewusst. Ey. Mann. Ich bin gerade echt nicht mehr in der Stimmung für sowas. Hallo, dreh dich doch nicht. Ich will dich nur verschieben. Oh. Blöd. Ich werde nie ein Fan hiervon werden. Werden tun wollen. Ja, weißt du, also... Das scheint ja leider nichts für mich zu sein. Boah, wie viele sind denn das? Ich würde sagen... Ich höre an dieser Stelle mal auf. Wenn ihr das auch spielen wollt, könnt ihr euch das hier gerne kaufen. Ein Link dazu sollte in der Videobeschreibung sein, da unten. Ja, aber ich bin anscheinend nicht so für Wimmelbildspiele. Mal schauen, ob ich die anderen drei noch machen werde. Oder vier. Naja. Ich sag erstmal bis dahin, euer Nevok Billy Dockel Schnell Lockel Voll Lockel. Ja, ciao. Randomedia. Randomedia. Ah, Mist, ey. Mann, so. Ich hätte das Profil löschen müssen. Mist. Mann, ey. Moin, hey und hallo und auch herzlich willkommen zu Let's Play, die Sage von... Oh, Let's Random. Let's Random. Nicht Let's Play. Der Typ da rechts. Ach, da unten ist Text da, den hätte ich mal vorlesen sollen.